So, où est-ce que ça commence? Jetzt sieht man erst was drauf, was man alles dran ist. Machen wir hier? Ja, machen wir es nicht. Das geht nicht anders. Ich weiß nicht, wie ich das machen. Wir nehmen das alles auf. Thank you.
ich habe nochmal eins. Soll ich holen? Ja, ja. Auch zum Anfängen? Ja, ja. Auch so gut. Nee, ich will noch. Ach, drei noch? Ja. Ich bringe mal deinen Stoff auf. Dann können wir holen. Oh, Niki, Charakter. Das wird dann so durch. Bonjour, ça va. Fertig kriegen.
mir eine sehr große Freude, Sie hier in Oberdorf-Schwachbach zu begrüßen zu dürfen. Also, wie ich gesagt habe, es ist mir eine große Freude, Sie hier in Oberdorf-Schwachbach zu begrüßen zu dürfen und dass Sie alle so zahlreich gekommen sind. Es ist mir eine sehr große Freude. Trotzdem, als ich eine schwere Prüfung durchgemacht habe, am Sonntag haben wir meine eigene Bilder gefahren. Ich möchte jetzt die Herrschaften begrüßen, einen nach dem anderen, dass sie sich am besten, glaube ich, so auf diese Weise kennenlernen. Als erster und als ältester Gast möchte ich Herr Dr. Eberhard Freiherr von Eich begrüßen mit 86 Jahren. Viele Amerikaner nicht getraut, hierher zu kommen. Sie haben das versprochen. Es sollen aber normalerweise zwei heute noch kommen. Ein Donald Ive aus Michigan und ein Lauren Ive aus Virginia. Also ich soll die besten grüßen für diesen Tag von Gertrud aus, herzlich aus Ned Vision Ive aus Fresno, Kalifornien. Von Gerald Streit Birum, diesem Mann, seine Großmutter war ein Eib und das ist mein eifriger Nachforscher in USA, der wohnt in Dover in Arkansas. Auch die besten Wünsche für diesen Tag von Robert V. und Robert Walter Eib aus Bradenton, Florida. Von selben auch von Austin Robert Eib aus Watertown, Wisconsin. Auch die besten Wünsche von Nola Elsässer Eib aus Clyde in Kansas. Von Mrs. Gleland Eib aus Cottsbluff, Nebraska. Aus James Owen Eib aus Saginaw, Michigan mit 86 Jahren. Und aus James Owen Jr. aus Snoqualmie Pass im Staat Washington. Also das sind die, sagen wir mal, die Grüße, die mir so schriftlich zugegeben wurden für diesen Tag aus den USA. Ja, ja. Aus Europa möchte ich gerne die besten Wünsche für diesen Tag und für alle Eib auch mitteilen von Herrn die Leiter. Nicht kommen können und nicht kommen darf, dürfen. Auch von Josef Ei aus Bad Liebenstein, Thüringen, DDR. Und für seinen Vater, Gustav Ei, die dürfen leider nicht kommen. Die haben von Herzen dran gedacht, hierher zu kommen. Ist leider nichts zu machen. Und noch einen Gruß aus der DDR von Erwin Ei, ein eifriger Nachforscher für mich in der DDR. Erwin Eib aus Gerbershausen, DDR. Dabei möchte ich auch noch die besten Wünsche übermitteln, die mir zugeschickt wurden, schriftlich von Frau Alexa von Eib aus Neu-Wittelsau. Und dann komme ich zum Schluss. Die besten Wünsche von meinem eigenen Sohn, der in Französisch Guyana lebt. Und den letzten Gruß, der war leider nicht mehr mitgegeben worden von meiner eigenen Mutter, die ich am Sonntag begraben habe. So, jetzt
Damen und Herren, jetzt würde ich jeden dann aufrufen, der bekommt die Etikette. Hinter auf der Etikette steht drauf, wo er übernachtet, mit seinem Zimmer und der Ort. Also Walter Eick und Edeltraut Radtjen. Bitte melden. Die Farbe auf den Abzeichen stimmen hochgenau auf die verschiedenen Linien auf den Stammbäumen. Also können Sie sich verschieden unterscheiden, das heißt eine rote, eine gelbe Farbe, von welcher Linie Sie zusammenhängen und auch Ihren Ahnen haben, denselben Ahnen. So, weiter geht's mit der Willi Eick und Hanna Eick. Thank you.
aus Neunkirchen Seelscheid. Herr Fansheim hat seine Ahnen und seinen Brüder, glaube ich, noch in der DDR. Er stammt aus der DDR. Thank you.
Matzot ein und seine beiden Kinder Beate und Dorothea ein. Thank you.
15 années qu'il travaille pour cette journée. Ça fait 15 années où il passe la plupart de son temps, surtout la nuit, parce que lui, c'est un habitué de la nuit. Il travaille pratiquement que la nuit sur toutes ses recherches qu'il a faites dans beaucoup de pays. C'est à partir d'aujourd'hui aussi que notre village, donc Odange Parpa, sera connu dans pas mal de monde, même en Amérique. Ce qui, pour un petit village de 300 habitants, est une façon merveilleuse. Ouais. Als weiteres möchte ich noch einen Gast anmelden. Der Autor dieses Werkes, Friedrich Reif. Bitte teilt mir sofort mit. Etiketten fehlen. Es sind drei aufgeschrieben, die werden nachher dann überreicht. Wenn ich jemand vergessen habe, bitte meldet euch. Ich kann nicht mit so vielen Leuten und so vieler Korrespondenz, muss mal etwas dazwischen kommen, das nicht klappt. Habe ich jeden genannt? Die ich mit aller Mühe hierher gebracht habe. Und ich bedanke mich sehr bei den Herren, dass sie gekommen sind aus Straßburg. Sie haben ja doch trotzdem eine sehr gute Folge geleistet, den ich immer geträumt habe. Und da diese Leute es ein bisschen eilig haben, muss ich jetzt den Gottesdienst ein bisschen fallen lassen und Thank you.
über Meter auf die Seite. Das war thank you.
Zeit. Lieber Herr Dr. Eberhard von Eyck, es sind heute, glaube ich, circa 14 oder 12 Jahre, als wir uns zum ersten Mal begegnet haben. Tja, schon so lange. Und in dieser Zeit habe ich erfahren, dass Sie auch ein eifriger Familienforscher sind bei den Freiherren von Eyck. Und Sie haben mir auch das Glück geschenkt, am 25. Januar für 15 Jahre Familienforschung. Herzliche Gratulation. Und als Erinnerung an das Eintreffen, an das bürgerliche Eintreffen, möchte ich Ihnen einen Sternorden überreichen für Ihre Werte. Für 15 Jahre Familienforschung. Schon so lange seit heute Morgen mitteilen, wie ich zur Familienforschung gekommen bin. Ich habe mir das kurz notiert, kürzer kann ich nicht mehr machen, es sind 8 Seiten. 15 Jahre Arbeit und ich habe versucht, es leider so kurz wie möglich zu verfassen. Also Nachforschungen über die Eyck. Angefertigt habe ich das im Juni 1986 im Urlaub in Andalusien, Spanien. Sogar im Urlaub habe ich noch gearbeitet. Auf mich zukommen werden. Es fing an zuerst mit meiner väterlichen Ahnenforschung hier in unserem Ort Oberdorf-Spachbach. Beim Bürgermeisteramt. Vater, Großvater, Urgroßvater und so weiter. Und was fiel mir nicht in die Hände? Der Heiratsschein vom 8. Mai 1817, wo ein Johann Melchior Eyck gebürtig aus Grumbach im Remstal sich hier verheiratet hat. Dieser Johann Melchior Eyck bekam und erlangte in Oberdorf-Spachbach am 22. März 1824 die französische Staatsangehörigkeit. In diesem Moment legte ich einen richtigen Wert auf meinen Ahnen und ich fing dann an, in diesem Grundbach über meinen Ahnen Johann Melchior zu forschen. Machte mich dann mit dem damaligen Bürgermeister Kühne in Verbindung, der mich dann zum Heimat- und Ortsforscher Herr Seibold weiterleitete. Herr Seibold ist heute verstorben. Mit diesem Herr Seibold habe ich die weiteren Ahnen in Grumbach alle durchgeforscht, mitsamt allen anderen Linien der dort lebenden Eycks. Also Eyck mit Y. Muss gleich dazu sagen, ich heiße Eyck mit I, aber Y ist einer rübergekommen mit Y. Und hier in Frankreich haben sie den umgeschrieben als I. Ich erfuhr, dass mein Ahn Johann Melchior Eyck aus Grumbach auch unter der Armee von Napoleon I. in Russland im Feldzug war und wieder heil zurückkam und tauchte dann 1817 hier in Elsass auf. Wie er hier nach Oberdorf-Spachbach gekommen ist, lässt sich bis heute noch nicht genau feststellen. Er selbst war ja Weingärtner und Küfer und stammte aus einer alten Weingärtnerfamilie aus dem Remstal ab. Diese selbst wieder aus Pfullingen. Und bei uns in unserer Gegend gibt es ja keine besonderen Weingegend. Schon damals nicht. Ich vermute laut meiner Forschungen auch über den Schwiegervater Johann Melchior Eyck, Georg Kölzen, dass beide in der Napoleonsarmee gedient haben, sich kennengelernt haben und den Johann Melchior mit sich nach dem Elsass nahm, nach Hause zu seiner schönen Tochter. Die weiteren Forschungen in Grumbach
haben dann erwiesen, dass die damaligen Familien in Dornbach, es waren mehrere, alle über einen Johann Eick, geboren am 11. November 1717, in Pullingen abstammten. Von Grumbach aus gingen auch einige Familien nach Amerika und Australien auf Auswanderung. Da fing ich dann einige spätere Zeit, 1972, meine Forschungen in Pullingen anzufangen, hauptsächlich im Kirchenarchiv. Habe dann alles, was ich da vorgefunden habe, notiert über alle dort lebenden Eib und fing einen größeren Stammbaum aufzustellen. Ende 1972 kam ich wieder zurück nach Pullingen und forschte dann den Rest nach. Als ich mich im Telefonbuch von Reutlingen, Pullingen umschaute, war ich erstaunt, über circa 12 Namen Eib mit I und Y vorzufinden. Ich entschloss mich dann, zwei davon zu besuchen. Der erste war Wilhelm Eib, Ingenieur im Ruhestand, heute verstorben. Sein Sohn und sein Neffen sind heute wir. Der mir dann auch seine Ahnenforschung mit Stolz zeigte, bis zurück auf einen Andreas Eib, Pfarrer und evangelischer Abt, geboren ca. 1536 und der aus Weiblingen stammen sollte. Der zweite Besuch führte mich zu Gerhard Eib, Ingenieur im Ruhestand in Ommenhausen. Dieser Sohn des Gerhard Eib ist verstorben des letzten Jahres. Dieser Sohn Peter Eib ist heute bei uns. Dieser zeigte mir auch seinen Ahnenstammbaum, ein von 1909 vom Stadtpfarrer Meier in Pullingen angefertigten Stammbaum, der auch wieder bis zu dem Andreas Eib zurückführte. Diesen beiden Eib mit I, B und Y, B sagten mir, sie seien nicht miteinander verwandt. Aber als ich dann von mir den angefertigten Stammbaum über die aller Eibs durchschaute, stellte ich fest, dass diese beiden Herren denselben Ahnen hatten, der auch den meinen war. Ich erzählte es den beiden Herren, die es mit Erstaunen anhörten und sagten, muss denn jetzt ein Elsässer bei uns vorbeikommen, um uns zu sagen, dass wir miteinander verwandt sind? Ja, sagte ich, Ihren Kirchenbücher auf dem Kirchenrichtisteramt, die lügen nicht. Da forschte ich weiter in den Kirchenbüchern von Ebingen, weil damals ein Johann Melchior, geboren am 1621 in Ebingen, sich nach Pullingen verheiratet hatte und hatte heute den größten Stamm in Württemberg gegründet. Über Ebingen führten mich die Spuren zurück nach Weiblingen, wo ich im Bürgermeisteramt, Kirchenregisteramt nachforschte über diesen Andreas Eib aus Weiblingen. Aber hier gab es nichts um Weiterhilfe. Als letztes war für mich noch das Hauptstaatsarchiv in Stuttgart zuständig. Aber Weiterforschung. Es war in den Jahren 1974-75, wo ich dann alles Vorgefundenes durchforschte über diesen Pfarrer und Abt in Anhausen an der Brenz. Ich fand Akten, Handschriften, Urkunden, die hier ausgestellt sind, über diesen Andreas Eib. Diese Akten stammten aus dem Kloster von Anhausen an der Brenz. Aber alles, das seine Eltern nicht. Bei den verschiedenen Forschungen führten mich auch nach den Staatsarchiven von Weiblingen, Schorndorf, Ebingen, Kalf, Anhausen, Bürgermeisteramt von Herbrechtingen an der Brenz. Immer in diesem Sinne, die Ahnen von Andreas Eib zu erfahren und zu finden. Aber alles nach meiner großen Mühe war ohne weiteres. Bis jenes Tages 1975 sagte zu mir Herr Schabert, Oberschulrat Außerdienst aus Gerlingen. Herr Eib, Sie können keine weitere Forschungen mehr erreichen. Über diese Zeit zurück 1536 gibt es meistens keine Eintragungen mehr. Oder ganz selten.
denn diese wurden erst seit der Reformation geführt. Und das sind meistens für alle Leute, die heute leben. Alles Weitere ist vergebungslos, aber es bleibt Ihnen noch eine Hoffnung. Wenn die Ahnen von Andreas Eib Spießbürger oder Adligen waren, haben sie noch eine Chance. Denn bei solchen Familien wurden Eintragungen geführt oder sind noch zu finden. Dann sagte zu mir Herr Schapper, wissen Sie, dass es Wohneigen in Deutschland gibt? Das war für mich etwas Neues.